Hallo Internet, hier ist wieder Bacon sagt für euch und willkommen zu meiner Review von Fantastische Tierwesen Teil 2 Grindelwalds Verbrechen. Passwort. Baconzack ist der geilste! Ich rede jetzt erstmal spoilerfrei über den Film. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr diese Review bis zu einem bestimmten Punkt gucken. Dann gehe ich in den Spoilerbereich. Ich weise euch danach aber auch nochmal gesondert darauf hin. So, hier ist es also der zweite Teil zu Fantastische Tierwesen. Oder wie ich es gerne nenne, Warner Brothers Idee, Sachbücher und Lexika zu verfilmen, die gar keine eigene Story haben. Der erste Teil, der war okay, aber nicht besonders geil. Könnt ihr euch nochmal ins Gedächtnis rufen, indem ihr euch meine Review zum ersten Teil anguckt. Aber jetzt erst um Teil 2. Ich fall mit der Tür direkt ins Haus. Ich fand Teil 2 deutlich besser als Teil 1. Ja, Ende des Videos, fertig, wir können alle nach Hause gehen. Nein, ich erkläre euch natürlich auch noch, warum das so ist. Ich meine, der Film hat schon einige krasse Schwächen, die man auch wirklich nicht wegdiskutieren kann. Aber trotzdem war das, was ich da gesehen habe, alles in allem trotzdem unterhaltsamer als dieses Herumgeschnarche, was ich in Teil 1 gesehen habe. Der zweite Teil macht im Prinzip genau da weiter, wo Teil 1 aufgehört hat, mit genau denselben Charakteren. Und nun geht es aber nicht mehr um die Tierwesen, auch wenn der Name des Films etwas anderes impliziert, sondern es geht eigentlich eher mehr um Grindelwald. Grindelwald dürfte den meisten Potterheads von euch wahrscheinlich schon ein Begriff sein, nicht nur weil der am Ende von Teil 1 auf einmal aufgetaucht ist, nein, sondern auch weil der in den Büchern von Harry Potter immer wieder mal Erwähnung gefunden hat, als der vorherige Besitzer des Elderstabs, und er war dieser mega mächtige, krasse Ultra-Zauberer, der bevor Voldemort auf der Bildfläche erschienen ist, die gesamte Zaubererwelt in Angst und Schrecken versetzt hat. Gespielt wird der Gute von Johnny Depp und er macht seinen Job auch echt gut. Ich sag dazu später noch ein bisschen mehr, aber für den Moment möchte ich einfach mal den Fokus darauf setzen, dass ich es gut finde, dass sie sich hier wieder viel mehr auf wirklich Harry Potter Dinge beziehen, die man aus den Büchern kennt. Bei dem ersten Tierwesenfilm hatte ich persönlich den Eindruck, dass die versucht haben, den Namen Harry Potter zu nehmen, aber was komplett anderes irgendwie damit zu machen. Das mehr so für den westlichen Markt abzuschneiden, weil Amerika und so. War aber völliger Schwachsinn und war doof und war bescheuert. Ich rede jetzt immer noch über das Wort Nomad auf. Alles in allem habe ich aber jetzt das Gefühl, dass mit Teil 2 wieder mehr versucht wird, dieses Harry Potter Feeling herzustellen. Und bei mir persönlich hat das echt gut funktioniert. Wo in Teil 1 versucht wurde, neue Dinge reinzuschmeißen und zu gucken, was davon irgendwie kleben bleibt, ist es bei Teil 2 eher so, dass sie sich wieder auf Sachen beziehen, die in dem gesamten Potterversum schon etabliert sind und die man als Fan wiedererkennt. So sehen wir zum Beispiel die Benutzung von einem Portschlüssel oder auch, dass Leute Vielsafttrank benutzen. Dinge, die in den vorherigen Harry Potter Büchern eine große Rolle gespielt haben und die eigentlich organisch zu diesem Universum gehören sollten. In diesem Kontext gibt es auch einen Shitload an Easter Eggs. Wobei wir jetzt auch hierüber diskutieren könnten, was genau ein Easter Egg ist und was nicht. Egal, jedenfalls spreche ich diese Dinge noch sehr deutlich und sehr ausführlich im Spoilerbereich dann an. Es ist jetzt nicht so, als ob wir in diesem Film keine neuen Eindrücke bekommen würden. Das kriegen wir schon. Zum Beispiel spielt der Großteil des Films dieses Mal in Paris anstelle von New York. Auch wenn man nicht unbedingt merkt, dass die in Paris sind. Außer dass einmal random im Hintergrund so der Eiffelturm steht. Liebe Leute, schaut mal hinter mich. Okay, ich höre dann auf. Ich meine, da hätte man, glaube ich, deutlich mehr draus machen können, um wirklich zu zeigen, dass dieser Film jetzt in Paris spielt.
Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Im Prinzip adaptieren sie nur die Dinge, die man aus London kennt und schmeißen sie in Paris. So gibt's auch eine Pariser Winkelgasse, wenn ihr so wollt, und andere Dinge. Aber alles in allem fühlt sich das einfach wieder mehr für mich nach Harry Potter an. Das habe ich im ersten Teil bemängelt, dass alles so ein bisschen Hochglanz und merkwürdig aussah und einfach zu muggelartig. Aber jetzt in Teil 2 habe ich wirklich so gedacht, also das sieht jetzt alles ein bisschen runtergekommen aus und ein bisschen urig und ein bisschen oldschool. Ja, so stelle ich mir Harry Potter vor, ja. Man besinnt sich jetzt hier also auf altbewährte Dinge, die den Fan wieder sich wirklich in der Welt von Harry Potter heimisch fühlen lassen. Und was ist der einfachste Weg, genau das wieder hinzubekommen? Was ist der Inbegriff von Harry Potter, was man eigentlich in so einem Film einfach einbauen muss, um genau dieses Harry Potter-Feeling wieder zu bekommen? Natürlich Hogwarts. Und das ist jetzt kein Spoiler, weil man hat das schon in den Trailern gesehen und so weiter. Es geht auch stellenweise in diesem Film wieder zurück nach Hogwarts. I gotta get back to Hogwarts. I gotta get back to school. I gotta get myself to Hogwarts. Where everybody knows I'm cool. Es ist halt eigentlich schon fast lächerlich, wie simpel das ist. Die machen Filme in New York, die machen Filme irgendwie in Paris, in dem Harry Potter-Universum. Und nichts zündet so richtig. Und dann blenden die einfach das verdammte Schloss ein. Die Musik geht los. Und du denkst dir so direkt, oh, Papa ist zu Hause. Was sich auch in Hogwarts befindet, aber meiner Meinung nach leider echt nicht gut gelungen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist Dumbledore. Jude Law spielt in diesem Film den deutlich jüngeren Dumbledore. Und ich hab's wirklich versucht. Ich habe versucht, ihn darin wiederzuerkennen, aber es hat bei mir einfach nicht funktioniert. Das war für mich einfach nicht Dumbledore. Du erkennst mich nicht, oder? Du siehst mich an und kannst mich nicht sehen. Hast du eine Ahnung, wie das ist? Mal ganz davon abgesehen, dass sie den Schönlingsschnösel Jude Law, auch wenn er jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen ist, für die Rolle von Dumbledore gecastet haben, der da irgendwie mit seinen Anzugklamotten und seiner schnittigen Weste herumläuft so und so gar nicht nach dem Dumbledore aussieht, den wir irgendwie in den späteren Harry Potter Filmen gesehen haben. Und damit meine ich nicht, dass ein alter Mann mit langem Rauschebart ist, sondern einfach, dass er sich kleidet wie ein verdammter Muggel. Und nicht wie Dumbledore, der irgendwie irgendeine krasse Merlin-Zauberer-Ränge sich erkämpft hat und weiß ich nicht was, der immer in der Robe rumgelaufen ist und so weiter, stecken die diesen Jude Law einfach in irgendwelche engen Hemden und du denkst dir einfach nur so, ich habe das Gefühl, als ob ich gar nichts anhätte, gar nichts anhätte, gar nichts anhätte. Oh, dieser verdammte sexy Flanders. Und mal davon abgesehen, wie er aussah, finde ich auch seine gesamte Körpersprache, seine Mimik, wie er sich gegeben hat in diesem Film, das war für mich einfach nicht Dumbledore. Obwohl der Han Solo-Film echt nicht besonders gut war oder einfach belanglos, muss ich hier einfach nochmal eine Lanze brechen für den Schauspieler, der den jungen Han Solo gespielt hat. Denn hier sieht man wirklich, dass man versucht hat, die Mimik, die Gestik, die Körpersprache eines bereits etablierten Charakters auf einen anderen zu übertragen. Der Typ hat sich echt Mühe gegeben, wirklich so zu wirken wie Harrison Ford. Und was hier Jude Law in Fantastische Tierwesen 2 macht, hat meiner Meinung nach leider wirklich nichts mit Dumbledore zu tun. Es ist einfach so. Das war nicht mein Dumbledore. Dumbledore. Snape. Snape. Severus Snape. Dumbledore. Snape. Aber im Gegensatz zu Dumbledore fand ich, wie gesagt, Johnny Depp als Grindelwald echt gut. Der hat mich überzeugt. Als Schurken ist jetzt keine Überraschung. Ich meine, Johnny Depp ist ein guter Schauspieler. Ich glaube, der hat auch nur 3 oder 4 verschiedene Rollen, die er irgendwie kann. So einmal den netten Typ, dann einmal den harten, bösen Typ und einmal den total verrückten Jack Sparrow-Typ. Das sind so die 3 Rollen, die Johnny Depp spielen kann. Und hier hat er halt den harten Typen gespielt. War vollkommen okay. Hat mir für sich alleinstehend gut gefallen. Was ich aber echt finde, was sie krass verkackt haben
Und ich weiß nicht, ob das so das Ding ist. Nee, warte, das nehmen wir und schieben wir in den nächsten Teil. Nein, wir wollen es nicht, wir schieben es in den nächsten Teil. Weil die eigentliche Beziehung zwischen Grindelwald und Dumbledore, die eine sehr wichtige ist, wenn man die Backstory von denen kennt, die kommt in dem Film quasi überhaupt nicht richtig zustande, beziehungsweise viel zu kurz. Die haben keine einzige gemeinsame Szene miteinander. Und hier hätte ich wirklich erwartet, dass wir hier jede Menge Sachen sehen, wie das zwischen den beiden abgelaufen ist und so weiter. Aber nö, da war einfach nichts drin. Ich meine, es wird schon alles so ein bisschen angedeutet, aber eben nicht zu Ende gebracht. Und das sehen wir ganz gut in der Szene, die wir schon im Trailer gesehen haben. Da steht nämlich Dumbledore vor dem Spiegel in der Hegeb. Auch an dieser Stelle eigentlich ein ganz cooles Easter Egg, dass der Spiegel da so mit in dem Film drin ist. Und er steht halt davor und sieht in diesem Spiegel Grindelwald. Und der Spiegel zeigt halt das größte Verlangen, was tief in den Herzen der Leute, die in diesen Spiegel schauen, verborgen ist. Angenommen, der glücklichste Mensch auf Erden würde in diesen Spiegel sehen, er sähe bloß sich selbst vor sich, ganz genau so, wie er ist. Ach so, dann zeigt er uns also, was wir uns wünschen. Er zeigt uns nicht mehr und nicht weniger als das allertiefste und verzweifeltste Sehnen unseres Herzens. Und wenn man sich jetzt etwas mehr mit Harry Potter und dem ganzen Potter-Universum beschäftigt hat, über die Bücher und Filme hinaus, dann weiß man vielleicht folgende Info. Dumbledore ist schwul. Und er war verknallt in Grindelwald. Ich bin schwul und das ist auch gut so. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann googelt es. Werdet da sofort finden, dass J.K. Rowling das gesagt hat. Ich sage das jetzt auch nur, weil ich in der Vergangenheit, wenn ich das Leuten mal erzählt habe, die zum Teil total geschockt waren und mir das nicht glauben wollten. Aber es ist so, Dumbledore ist halt schwul und er war halt viele Jahre verknallt in Grindelwald und man weiß nicht so genau, was genau zwischen den beiden wie lief. Aber gerade das ist eigentlich das Interessante, gerade das ist das, was ich erwartet hätte, was in diesem Film ein bisschen mehr erläutert und gezeigt wird. Davon war aber nichts zu sehen, außer einer kleinen Sache. Da spricht halt Dumbledore mit irgendwen über Grindelwald und der sagt nur sowas wie: Wir standen uns sehr nahe. Wir waren weitaus mehr als nur Freunde. Und ich höre das so im Kino und denke mir nur so: Albus, du kleiner Schwerenöter. Knigge die Knack. Aber das war halt auch schon alles. Und ich bin ganz ehrlich, das reicht mir nicht. Das reicht uns noch nicht! Außerdem muss man ganz klar sagen, dass von dieser schön angeteaserten Sache mal abgesehen, der Film auch echt auf den Harry Potter Kanon zum Teil scheißt und er Sachen einfach abändert, die vorher immer anders waren. Und ich weiß nicht so richtig, wie ich das finden soll, denn ich bin bei sowas ja immer sehr empfindlich. Zum Beispiel eine Sache, die so überhaupt keinen Sinn ergibt, ist einfach, dass Dumbledore, und das haben wir auch schon in einem Trailer gesehen, dass er zu der Zeit, in dem dieser Film spielt, Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts war. Das macht insofern keinen Sinn, da nämlich gesagt wird in den Büchern, dass Dumbledore jahrelang einfach Lehrer für Verwandlungen war, quasi der Vorgänger von Professor McGonagall. Und ja, kann man sich jetzt drüber streiten, ob das wichtig ist oder nicht. Ich finde aber in dem Kontext von Harry Potter und den Büchern, dass die Stelle des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste immer was Wichtiges war und immer ein wichtiges Plot-Device war und so weiter und so fort, ist es echt komisch, dass die das abändern. Und ich habe langsam so das Gefühl, denn es gibt noch mehr Sachen, die auf den Kanon scheißen, dass J.K. Rowling so langsam zu George Lucas wird. Ich meine ganz ehrlich, was ist der Sinn dahinter? Warum habe ich ein riesiges Wiki namens Pottermore, wo ich jeglichen Scheiß reinschreibe zu irgendwelchen Charakteren? Nur um diese Informationen, die ich mir dafür ausdenke, bei der erstbesten Möglichkeit wieder über den Haufen zu werfen. Das ist für mich einfach Schwachsinn. Ich meine, wenn ich das so in der Art und Weise machen möchte, dann hätte es doch sicherlich eine Fünkelion anderer Charaktere oder Möglichkeiten gegeben, da solche Easter Eggs oder sowas einzubauen. Warum ändere ich also vorherige Sachen ab? Aber gut, vielleicht waren sie sich dem Fakt schon längst bewusst, dass sie einen Shitload an Charakteren bereits in diesem Film haben und die Hälfte davon sind eigentlich so unwichtig, dass man sie plump aus dem gesamten Skript streichen könnte und der Film würde trotzdem funktionieren.
Der Film hat wirklich ein sehr ernstes Problem damit, dass einfach viel zu viele Figuren in diesem Film sind. Es ist zwar auf der einen Seite cool, wenn man vielleicht Charaktere drin hat, die auch schon wieder fast als Easter Egg gelten könnten. Es gab vorab zu dem Film bei den Fans eine gewisse Kontroverse, da nämlich ein gewisser Charakter namens Nagini in diesem Film auftaucht. Und dieser Charakter namens Nagini ist menschlich. Und das fanden die Fans gar nicht toll. Habe ich mir gedacht, hey Leute, chillt doch mal. Da wird bestimmt irgendwie eine wichtige Erklärung im Film drin sein, dass zum Beispiel dieser Charakter da drin ist. Und dann ist doch alles gut. Guck doch erstmal den Film. Ja, dann guckst du den Film und stellst aber so fest. Ja, nee. Hätte man halt einfach streichen können. Und dasselbe gilt auch für einen anderen Charakter, den wir schon, glaube ich, im allerersten Trailer gesehen haben. Nämlich Nicolas Flamel. Nicolas Flamel ist als einziger Zauberer imstande, den Stein der Weisen herzustellen. Den was? Jungs, ehrlich, es täte euch gut zu lesen. Ich meine, es ist cool, dass man für Fans diese Charaktere in den Film reinschmeißt. Nur ich bin der Meinung, dass wenn man das tut, dass diese Charaktere dann auch einen gebührenden Auftritt haben sollten oder einen gewissen Sinn in der Story erfüllen sollten. Es werden einfach mal von den gesamten Charakteren, die im ersten Teil irgendwie aufgetaucht sind, noch mindestens dieselbe Anzahl oder doppelt so viele Charaktere auch noch in diesen Film reingeprügelt. Und jeder hat irgendwie seinen eigenen Subplot und da sind zig rote Fäden, die aber nicht zusammenhängen. Das ist ein einziges Wirrwarr an Storylines und die Hälfte der Zeit des Films werdet ihr wahrscheinlich da sitzen und euch fragen, wer da jetzt was mit wem macht und warum der da überhaupt das jetzt tut und wie das eigentlich alles zusammenhängt. Der gesamte Film kriegt es selber nicht geschissen, das alles logisch miteinander zu verknüpfen. Und deswegen habt ihr in der Story einen Deus Ex Machina Moment nach dem anderen, wo sich einfach Plotpoints auflösen. Einfach dadurch, dass gerade da, wo sich Charaktere zufälligerweise hinbewegt haben, gerade auch nochmal andere Charaktere zufälligerweise hinbewegen und sich so das Ganze einfach auflöst. Und liebe Leute, man kann sagen, was man will, aber das ist kein gutes Storywriting oder Storytelling. Nein, 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 nein. Nein. Und ich finde, ehrlich gesagt, das merkt man an einer bestimmten Sache ganz deutlich, dass die Charaktere und die Story einfach nicht sauber zu Ende oder durcherzählt werden. Nachdem ich jetzt den ersten Teil mir kurz bevor ich in den zweiten Teil nochmal gegangen bin angeguckt habe und jetzt auch den zweiten Teil gesehen habe, also ich habe zwei Filme gesehen und der erste ist mir noch wirklich noch gut im Gedächtnis, ist mir nicht klar, in diesem Film, in diesem Universum, warum zum Fick Dumbledore der Meinung ist, dass Newt Scamander für ihn die Drecksarbeit dort erledigen muss. Es gibt definitiv in beiden Filmen keine Szene, die in irgendeiner Art und Weise definiert, warum Newt Scamander so ein geiler Stecher ist und warum Dumbledore denkt, der soll das alles für mich machen, warum er ihn so vertraut. Das gibt es einfach nicht. Das ist nicht sauber erzählt. Könnt ihr mir sagen, was er wollt. Ich meine, was ist er jetzt? Ist er jetzt ein neurotischer Zoologe, der nicht in der Lage ist, mit Frauen zu sprechen? Ist er der Mega-Kampfmagier vom Herrn, der, wo das Ministerium irgendwie sich wünschen würde, dass er der Auror des Jahrzehnts wird, aber er weigert sich? Also, es ist einfach nicht klar. Und wenn man da ein bisschen weiter drüber nachdenkt, fällt einem halt auf, dass genau deswegen die Story so ein bisschen bröckelt und eigentlich streng genommen in sich zusammenfallen müsste. Sie hat aber gar keine Zeit dazu, das zu tun, weil einfach immer mehr Charaktere und Sachen reingestopft werden, dass ihr keinen Moment habt, zum Aus durchzuatmen und deswegen das verdammt. Aber hey, trotzdem hat der Film auch seine guten Momente. Eine davon ist zum Beispiel, wo Newt anfängt, in Paris seine Gefährtin zu suchen. Da setzt er quasi Magie ein, die ihn schon fast zu einem Detektiv machen, so eine Art Sherlock Holmes, so eine Art Batman, der mit VR irgendwie versucht, so eine Verbrechensszene nachzustellen und so. Und das fand ich eigentlich echt gelungen und das ist mir wirklich positiv im Gedächtnis geblieben. Da fallen auch nochmal die Tierwesen so ein bisschen ins Gewicht und sind wieder nützlich. Und auch übrigens, diese sind in dem Film zwar nicht besonders zahlreich und deswegen ist es auch echt lächerlich, dass der Film immer noch Tierwesen heißt. Es gibt nicht viele neue, aber die paar neue, die es gibt, die fand ich wirklich ganz cool, weil da sind Sachen drin, die ich so nicht erwartet hätte und nicht gesehen hätte. Wir haben da gewisse asiatische Einflüsse und das hat mir wirklich gut gefallen. Und das Ende des Films ist zwar völlig überladen und man fragt sich, warum die Hälfte der Charaktere da sind und warum die nicht einfach schon vor
15 Minuten oder so gestorben sind im Film. Aber es gibt tatsächlich ein, zwei coole Twists noch am Ende. Und auf die gehe ich im Spoilerbereich drauf ein. Es sei nur gesagt, dass der eigentlich wirklich große Twist, den es am Ende gibt, bei euch allen eigentlich nur Kopfschütteln verursachen sollte. Nein, wirklich. Es ist absolutes Kopfschütteln. Das war cringy as fuck. Das war, ich weiß gar nicht, was die geraucht haben, dass die auf diese Idee gekommen sind, am Ende noch solch einen Twist einzubauen. Meiner Meinung nach wirklich völliger Schwachsinn und total überzogen. Aber dazu mehr im Spoiler-Bereich. Und weil ich ganz gerne über diesen Spoiler reden möchte, müssen wir jetzt ganz schnell in den Spoiler-Bereich gehen und deswegen kommen wir jetzt zur Bewertung des Films. Tierwesen 2 fühlt sich endlich wieder an wie ein Harry Potter Film. Alles, was ich im ersten Teil vermisst habe, die Zauber, die Welt, das einfach das Urige drumherum, das befindet sich jetzt alles wieder in Teil 2 und als Harry Potter Fan freue ich mich da sehr drüber. Es gibt eine gigantische Anzahl von Easter Eggs, auf die ich gleich auch nochmal eingehen werde und man merkt einfach, dass dieser Film wieder mehr von Fans für Fans gemacht wurde. Was aber leider so überhaupt nicht stimmt, ist Dumbledore. Grindelwald ist, finde ich, mit Johnny Depp gut besetzt und gut getroffen. Aber Dumbledore ist halt nicht Dumbledore. Also ich weiß nicht, wo man da Dumbledore hätte rausziehen sollen. Aber ich finde einfach, Dumbledore ist mit Jude Law komplett fehlbesetzt. Und das ist ein großer Fehler. Darüber hinaus gibt es einige Dinge, die den Kanon kaputt machen, wo man sich anscheinend nicht mehr drum kümmert. Also es ist den Leuten jetzt anscheinend scheißegal und sie machen, was sie wollen. Was ich bedenklich finde, weil eigentlich J.K. Rowling das gesamte Drehbuch für den Film geschrieben hat. Ich glaube, man merkt daran, dass der Film wirklich von J.K. Rowling geschrieben wurde, an der Anzahl an Charakteren, die einfach in dem Film sind. Ein paar davon sind nette Easter Eggs, ist schön, dass die Cameos haben. Andere oder die meisten sind aber leider einfach vollkommen überflüssig. Der gesamte Film ist viel zu vollgestopft. Die Story ist ein einziges Wirrwarr, wo man sich die ganze Zeit überfragt, warum geht der jetzt dahin und warum macht er das eigentlich und was will der eigentlich hier? Und das ist einfach kein gutes Storytelling. Ich bin mir nicht sicher, denn eigentlich kann man Trends nicht hervorsagen, aber ich würde jetzt einfach mal die Behauptung aufstellen, dass das Ende und der Plot-Twist, den es da gibt, in die Geschichte eingehen wird, als absoluter Schwachsinn vom Herrn. Wirklich, also ich möchte darüber sprechen, deswegen müssen wir jetzt gleich in den Spoiler-Bereich. Alles in allem muss ich aber sagen, obwohl der Film deutliche Schwächen gehabt hat, hat er mir dennoch deutlich besser gefallen als der erste Teil. Vielleicht war meine Erwartungshaltung einfach so niedrig, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es liegt daran, dass man sich einfach wieder mehr auf das bestehende Harry Potter-Universum bezogen hat und nicht versucht hat, was komplett Neues zu machen. Also, solltet ihr euch Fantastische Tierwesen Teil 2 Grindelwalds Verbrechen im Kino anschauen? Vielleicht. Also, ja, es stimmt. Es sind viele, viele Sachen drin, die man als Fanservice bezeichnen muss. Es sind viele Dinge drin, die mir besser gefallen haben als im ersten Teil. Aber alles in allem sind die Fehler und die Probleme, die der Film hat, einfach nicht wegzudiskutieren. Wenn ich ein krasserer Harry Potter Fan gewesen wäre und wenn es stärker um Charaktere gegangen wäre, die bereits etabliert gewesen wären und wären diese Charaktere dann auch noch falsch dargestellt worden, wäre die Wahrscheinlichkeit nicht gerade gering, dass ich den Film mit Batman wie Superman verglichen hätte. Wirklich, man merkt so richtig Warner Brothers Handschrift. So, wir klatschen einfach alles in den Film rein, weil die Umfragen sagen, Leute finden das toll. Ich will diese Umfragen mal sehen, keine Ahnung. Also, ich fand ihn trotzdem deutlich unterhaltsamer als Teil 1. Er kann nicht viel kaputt machen. Er macht zwar einiges kaputt, aber das ist nicht so gravierend wie zum Beispiel bei Batman wie Superman. Gott, ich finde doch immer wieder, selbst Jahre nach diesem Film, Ausreden, um über ihn zu sprechen. Merkt ihr das? Ich glaube, ich habe ein Problem. Objektiv betrachtet ist das einfach kein guter Film. Es ist okay, den kann man sich mal geben. Ich fand ihn, wie gesagt, besser als den ersten Teil, aber er ist halt nicht wirklich geil. Und deswegen müsst ihr selber abwägen, ob ihr Bock habt auf Harry Potter und die Harry Potter Welt oder eben nicht. Es ist auf jeden Fall ein Film, den man nicht unbedingt gesehen haben muss. Ich lese gerade Band 6.
Der ist wirklich gut. Dumbledore stirbt darin am Ende. Ja, ich weiß, das hatte ich auch nicht kommen sehen. Okay, die Spoiler. Der erste kleine Twist am Ende. Queenie, die Tussi aus dem ersten Teil, die Gedanken lesen konnte, ist sie auch in dem zweiten Teil wieder da. Und es wird ein bisschen auf die Liebe zwischen ihr und Jacob eingegangen. Und ich habe mir beim ersten Teil schon so gedacht, hör mal, die Tussi, die ist doch irre. Das ist doch, das kann doch gar nicht sein. Warum steht die jetzt auf den Dicken? Ich meine, schön, Dicke werden geliebt. Gefällt mir. Ich fühle mich angesprochen. Aber das ergibt innerhalb der Story jetzt hier gerade keinen Sinn, dass die auf den Typen abfährt. Und jetzt, wo ich Teil 2 gesehen habe, wird das Bild runder. Denn man merkt, die Alte ist wirklich irre. Die hat einen Dachschaden. Die ist nicht ganz auf der Höhe. Und das an sich finde ich eine schöne Sache. Ich finde, das ist schön gelöst, was ja auch irgendwie Sinn ergibt. Denn man möchte ja anscheinend Charaktere wie Jacob und Tina und so weiter nicht wegwerfen, sondern die sollen weiterhin Bestandteil dieser Filmreihe werden. Und so kann man im dritten Teil nochmal eine Dynamik zwischen Jacob und Queenie einbauen. Und ich finde das wirklich gut gelöst. Ich finde auch, es ist in sich, auch wenn sie irre ist, irgendwo erklärbar und nachvollziehbar, warum sie das tut. Und ich hätte einfach nicht erwartet, dass dieser Charakter, der mir vorher einfach nur auf den Piss gegangen ist, weil sie ein dummer Stereotyp war, so das dumme Frauchen irgendwie, dass die tatsächlich noch was Gutes in dem Film bewirkt, indem sie mich einfach überrascht. Was ich aber krass bedenklich finde, ist am Ende Grindelwald. Ich finde, als Schurke an sich kam er ganz gut rüber und er gilt ja so als der Hitler der Harry Potter Welt. Das hat J.K. Rowling auch mal in einem Interview gesagt, dass sie sich von Adolf Hitler hat inspirieren lassen bei der Schreibung des Charakters von Grindelwald. Und ich finde, das kommt auch gut rüber, denn was der da so für einen Unsinn verzapft, von wegen Muggel sind nichts wert, beziehungsweise sie sind ja was wert, aber wir sind einfach besser als sie und so weiter und so fort. Das deckt sich halt schon mit dem antisemitischen Bullshit, den Hitler verzapft hat. Von wegen Juden sind ja auch nur Menschen, aber minderwertige Menschen und so ein Schwachsinn. Und diese kranke Ideologie, die es bei Hitler gab, fließt, finde ich, organisch in den Charakter von Grindelwald ein. Und das finde ich eigentlich im Film ganz gut. Was ich aber, wie gesagt, echt bedenklich finde, und jetzt komme ich zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, wenn man mal genau drüber nachdenkt, dann ist der Zauberer Hitler nur deswegen der Zauberer Hitler, weil er Angst vor dem Richtigen, vor dem Muggel Hitler hat. Weil was ist seine genaue Motivation in dem Film? Er hat bei dieser großen Versammlung quasi den Leuten gezeigt, indem er irgendwie durch Zauberei eine Vision der Zukunft gezeigt hat, dass der Zweite Weltkrieg passieren wird und Atombomben und so weiter und so fort. Und er sagt dann auch logischerweise, ich habe da voll keinen Bock drauf, dass das passiert. Und nimmt das als Anlass, die Leute auf seine Seite zu ziehen. Jetzt bleibt noch die Frage, ob er das wirklich denkt, weil dann ist es ja irgendwie nachvollziehbar, dass er das nicht möchte. Also das Resultat ist fragwürdig, was er mit dem Muggel machen möchte. Aber es ist ja verständlich, dass er keinen Bock auf den Zweiten Weltkrieg hat. Nur die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, stimmt das, dass das wirklich seine Angst ist? Hat er wirklich Schiss vor dem Zweiten Weltkrieg und macht deswegen die Dinge in dem Film, die er tut? Oder ist das nur Heuchelei und der Typ hat eigentlich ganz andere Absichten? Wenn das nämlich so ist, dass er nur Grindelwald ist, weil er Schiss vor Hitler hat, dann erklärt man Hitler mit Hitler. Und das finde ich richtiger Käse. Ich würde es einfach viel interessanter finden, wenn man die Psyche oder den Gedankengang, den Grindelwald vielleicht bei dem Ganzen hat, näher erläutern würde und einen anderen Grund geben würde. Weil zu sagen, ich bin schlecht, weil du bist schlecht, ist einfach, also da macht man es sich schon wirklich sehr leicht. Ich finde, das sollte man besser erklären, warum Grindelwald denn so handelt wie Grindelwald. Und ich hoffe, es bleibt nicht dabei, dass sie einfach sagen, er hat Schiss vor Hitler. Wobei ich mich frage, warum der Schiss vor Hitler hat. Der hätte doch nur ein Ei. Das weiß man doch. Adolf Hitler, Dämon und Diktator, Teufel und Tyrann, Führer und Verführer. Wir glaubten, seine Motive zu kennen. Doch jetzt müssen weite Teile der Geschichte des Dritten Reichs umgeschrieben werden. Fest steht, Hitler hatte nur ein Ei. Das linke ging peu à peu flöten. Die Folgen: Impotenz, unkontrollierter Harndrang, schlaffe Nudel. Hitler handelte sofort. Wenn man nur einen Hoden hat, kann
kann man nicht zickern! Okay, gut. Lasst uns jetzt zu dem absolut schwachsinnigen What-the-fuck-Moment des gesamten Filmes kommen. Credence ist der verschollene Bruder von Dumbledore. Was haben die denn geraucht? Also, was ist denn das für ein unglaublich absurder Unsinn? Was für ein Schwachsinn. Mal davon abgesehen, dass das auch wieder mit dem Kanon bricht und es Unsinn ist, ist es auch einfach total schlecht, dumm. Also, das ist Schreiben auf dem Niveau einer Seifenoper. Das hat was von GZSZ oder der Lindenstraße. Was? Jack, liebst du ihn noch? Nein. Bobby Livingston Jr., du bist mein Mann. Okay, dann lass uns verschwinden. Aber er wird dich umbringen. Nicht, wenn ich ihn zuerst umbringe. Du bist ein echter Held. Oh nein, Hermann, wer ist dieser Kerl, der dich die ganze Zeit stalkt und der all unsere Ersparnisse gestohlen hat? Tja, ich bin Hermann. Und ich bin Hermanns verschollener Zwillingsbruder. Was? Ja, und außerdem bin ich dein Sohn. Hey, du, komm, hör mir auf. Wer sich das ausgedacht hat, der hat sich wahrscheinlich richtig clever gefühlt. Aber das ist richtig schlecht geschriebener Schund. Das ist Schund. Das ist so konstruiert und so out of place und so ein Unsinn. Ich war, oh Gott, ich will den Typen treffen und ich will ihm links und rechts eine Backpfeife geben. Das kann doch nicht sein Ernst sein, oder? Oder vielleicht sollte ich selber einfach eine Seifenoper machen. So, weil das kann jeder. So eine Scheiße ausdenken kann sich wirklich jeder. Ich mache eine eigene Seifenoper. Also ich bin wirklich gespannt, wie die das auflösen. Ich hoffe, es ist eine Lüge, die da erzählt wurde. Wenn nicht, also es ist einfach total lächerlich. Das ist mega lächerlich, dass da auf einmal ein verschollener Bruder kommt, von dem niemand wusste und der ist mega stark und hat jetzt einen Komplott, den anderen Typen umzubringen. Also das ist totaler Unsinn. Und davon mal abgesehen fand ich, als dann Credence, der ja okay, viel großartige magische Macht hat, hatten ja mit seinem Obscuro gesehen. Trotzdem, in dem Moment, wo Credence einen Zauberstab bekommt, entfesselt der einfach einen gigantischen Energieball, der so übertrieben war, als alles, was man jemals in Harry Potter gesehen hat. Das sah aus wie bei Dragon Ball. Wie bei Dragon Ball. Ich dachte gerade, er hat wie geht das Urknall-Attacke abgefeuert. Fang an zu beten! Für dich probiere ich meine Spezial-Urknall-Attacke aus. Ja! Und sorry, wenn Harry Potter in so eine Richtung geht, dass man riesige Kamehamehas ohne das Zitieren von irgendwelchen Zaubersprüchen abschießen kann, dann habe ich da keinen Bock mehr drauf. Punkt. Aber okay, es wird ja angeblich noch weitere 4 Filme geben. Die wollen echt noch 4 Tierwesen-Filme machen. Und da ist ja noch genug Stoff vorhanden, um das Ganze mit Credence abzuhandeln, das Ganze mit Dumbledore und Grindelwald abzuhandeln und dann noch ein Prequel zu machen über Harrys Eltern. Das ist da alles noch im Bereich des Möglichen. Mal schauen, mal schauen. Eine Sache, die ich jetzt aber noch erwähnen möchte, weil sie nämlich hart keinen Sinn ergibt und das hat wieder was mit dem Kanon zu tun, ist Professor McGonagall. Man weiß gar nicht so richtig, ob es Minerva McGonagall war, die eigentliche Professorin McGonagall, die man aus den Harry Potter Filmen vorher schon kannte und Büchern, oder ob es irgendwie eine Vorfahren von ihr war. Denn eigentlich ist es so, und ich habe es mir aufgeschrieben,
dass Professor McGonagall in 1935 geboren wurde. Dieser Film spielt aber 1927. Dazu kommt noch, dass die Szene in Hogwarts, wo man McGonagall sieht, ein Flashback war. Das heißt, nochmal so ein paar Jährchen zurück, wahrscheinlich so ungefähr 1912. Also entweder ist McGonagall älter als wir dachten, oder das muss wer anders gewesen sein, oder man scheißt halt richtig hart auf den Kanon. Das sind so Kleinigkeiten. Das ist jetzt noch nicht wichtig, weil wahrscheinlich hat man gesagt, man nimmt einfach, wer ist der Lehrer, an den sich die meisten am stärksten erinnern, neben Dumbledore und Snape? Ja, es wird McGonagall sein, deswegen packen wir die da einfach mal rein. Und es ist an sich auch eigentlich scheißegal, ob die jetzt älter gemacht wird oder nicht, weil sie war einfach in den alten Filmen eine alte Frau und gut ist. Aber wenn man mit sowas anfängt, verpasst man es, glaube ich, ganz oft, irgendwo eine Linie zu ziehen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und deswegen habe ich jetzt echt Angst, dass die mit Harry Potter so einen Kanon-Bullshit machen, wie mit der Prequel-Trilogie von Star Wars. Ich habe da wirklich eine reelle Angst vor. Müssen wir mal gucken, wo sich das Ganze hin entwickelt. Ich wollte es jetzt einfach hier auch nur nochmal erwähnt haben. So, kommen wir jetzt aber nochmal zu den eigentlichen Easter Eggs, wo wir gerade bei Hogwarts waren. Man hat die peitschende Weide gesehen. Die peitschende Weide, in die Ron und Harry in dem zweiten Teil die Kammer des Schreckens reingekracht sind und die auch immer mal wieder auf den Schlossgrund von Hogwarts im Hintergrund zu sehen war. In der Szene, wo der junge Newt Scamander, der Lestrange, seinen Bowtruckle zeigt. Sexuelle Anspielung gerade war nicht beabsichtigt, sorry. Da stehen sie halt bei der peitschenden Weide und ist ein nettes Detail, finde ich. Und es gibt noch viel mehr. Also den Spiegel Nerhegib habe ich vorhin schon angesprochen. Dann gibt es Testrale, die am Anfang die Kutsche mit der Grindelwald abtransportiert werden soll, ziehen. Das sind die Dinger, die eigentlich auch die Kutschen auf den Weg zu Hogwarts ziehen, die man nur dann sehen kann, wenn man schon mal gesehen hat, dass jemand gestorben ist eigentlich. Es gibt auch noch viele andere Sachen, wie zum Beispiel, wir haben einen unbrechbaren Schwur, den Snape auch später geleistet hat, zu der Mutter von Malfoy, um ihn zu retten. Und es gibt wirklich richtig viele Sachen. Zum Beispiel gibt es auch noch den Stein der Weisen. Den sehen wir nämlich ganz kurz, als Nicholas Fennell bei sich im Arbeitszimmer oder wo auch immer mal kurz so eine Verschlagstür aufmacht, um sich irgendwas anzugucken, so einen Schrank. Und da sehen wir im Hintergrund tatsächlich den Stein der Weisen. Der Stein der Weisen, der ja tatsächlich dann in Harry Potter Teil 1, Harry Potter und der Stein der Weisen, das Plot-Device ist. Der Stein der Weisen ist eine sagenumwobene Substanz, die erstaunliche Kräfte besitzt. Der Stein verwandelt jedes Metall in pures Gold. Außerdem zeugt er das Elixier des Lebens, das den, der es trinkt, unsterblich macht. Unsterblich? Das bedeutet, du musst nicht sterben. Ich weiß, was es bedeutet. Und ich finde, es sind diese Dinge, die, wie ich es vorhin schon gesagt habe, einen einfach merken lassen, dass sie wirklich versucht haben, diesmal stärker auf Sachen zu achten, die den Fans gefallen könnten. Und das finde ich an sich eine gute Richtung, nur sie haben es hier einfach völlig übertrieben. Aber das habe ich vorhin ja schon gesagt. Eine andere Sache, über die ich noch sprechen wollte, zwei kleine Theorien, die mir so eingefallen sind. Zum einen wird ja gesagt, wie das ist mit dem Phönix, dass ein jeder Dumbledore in der Zeit der Not einen Phönix bekommt. Und wir haben gesehen, Dumbledore hatte seinen Phönix noch nicht. Aber dann hat Credence den Phönix bekommen. Und ich würde jetzt einfach mal die wilde Behauptung aufstellen, dass dieser Phönix, den Credence bekommen hat, tatsächlich Fawkes ist. Der Phönix, der später Dumbledore gehört. Und dass wir in dem dritten Teil sehen werden, dass durch irgendeine Verstrickung der Ereignisse ist dann so, ist, dass Fawkes zu Dumbledore gehört und nicht mehr zu seinem Fake-Bruder. Das könnte ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Und dann habe ich noch eine Sache, die ich sehr gerne mit euch in den Kommentaren diskutieren würde. Nämlich, kann es sein, dass das Grindelwald Parsel spricht? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es wird am Anfang gesagt, dass sie ihm die Zunge rausgeschnitten haben, weil er angefangen hat, die Wachen irgendwie zu beeinflussen und dass er sehr überzeugend sei. Und dann sehen wir ja, dass er sich rausschleicht mit dem Vielsafttrank und so weiter, auch schön gemacht, finde ich. Das ist wieder da halt eine Referenz zu Sachen, die man schon kennt. Und da sieht man halt, dass die Wache, die ihn eigentlich abgeführt hat, ja sich in Grindelwald verwandelt hatte und umgekehrt. Und der spricht die ganze Zeit nicht. Und dann gibt Grindelwald ihm quasi seine Zunge zurück und dann sieht man, als er kurz den Mund so aufmacht, dass die Zunge so quasi gespalten ist wie die von einer Schlange. Ich bin mir jetzt nicht sicher,
ob das jetzt quasi ein CGI-Effekt war, der einfach zeigen sollte, die Zunge materialisiert sich wieder und sie wächst quasi wieder so zusammen. Oder ob es tatsächlich so war, dass Grindelwald irgendwie mit einem Zauberspruch oder mit Gewalt oder wie auch immer die Zunge der Wache gespalten hat, damit sie wie die Zunge einer Schlange ist und dass er deswegen dann sein Parsel benutzen konnte, um diesen Menschen, der ja eigentlich keine Schlange ist, wie eine Schlange zu beherrschen und zu manipulieren. Denkt mal drüber nach. Ich bin mir da selber nicht ganz sicher und weiß auch nicht, wie ich das finden würde, wenn das Ganze wahr ist. Aber jetzt habt ihr auf jeden Fall einen Anreiz, unten was in die Kommentare zu schreiben. Das war's nämlich mit diesem Video und in letzter Zeit sind einfach viel zu wenig Kommentare unter den Reviews gepostet worden. Finde ich sehr schade. Ich würde viel lieber haben, dass ihr mehr Kommentare schreibt und ich mit euch darüber diskutieren kann. Deswegen für euch jetzt dieser Anstoß. Vielleicht schreibt ihr mal wieder was. Mich interessiert es. Wie fandet ihr den Film? Fandet ihr den cool? Fandet ihr den scheiße? Habt ihr euch was anderes erhofft? Hattet ihr andere Erwartungen? Was auch immer. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Denkt über den Like nach, über ein geteiltes Video und über ein Abo. Ich freue mich darüber. Ja, und sage jetzt bis zum nächsten Mal. Tschürmedü und hauen sie, bauen sie.